Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. So, wir sind gerade nach Hause gekommen mit Lena. Wir haben heute echt viel gemacht. Wir waren heute Morgen Papierkram erledigen. Danach sind wir nach Hause gekommen. Dann war Audel kurz bei seinem Freund. Dann sind wir zur Kolbstraße gefahren, haben was gegessen. Ich habe euch aber nicht abgenommen, weil es war viel zu stressig. Jetzt war ich mit Lena draußen. Lena hat einen Arztkoffer bekommen, ne? Wow! Ja, das bauen wir jetzt zusammen. Ich muss aber einiges verkleben hier, wie auf dem Boden. Mal schauen, wie das wird. Wow! Guck mal, hier kannst du sogar hören. Ist natürlich nicht beim echten Arzt. Hier kann sich dich sogar aufschlitzen. Und das für die Knie. Und du hast hier eine Zange. Oh, du hast sogar eine Brille. Guck mal. Warte, warte, Lena. Süß. Ja, ich baue das jetzt mal auf. Dann spielen wir mit Lena ein bisschen. So, das ist Lenas Ärztekoffer. Sieht das nicht süß aus? Das hat 12 Euro oder so gekostet. Hier ist ihre Brille noch. Und damit kannst du mich abhören, ne? Das kann man so dran machen. Warte, ich mache das mal dran. Ah, für den. So, jetzt bist du ein Arzt. Da la la la. Gisak. Lina, wie lange geht's dir? Sauber. Sauber. Ah ja? Ah. Ah, ja, ah. Nein, ah. Jetzt einmal Fieber messen. Jetzt. Guck, Mama, muss ich jetzt abhören? Schön, bitte. Dankeschön. Jetzt kriegst du eine Spritze in deinen Arsch. So, übrigens waren wir eben bei Penny. Da habe ich zweimal Tomatenmark gekauft. Ich habe euch ja erzählt, dass wir aus Versehen die scharfe Paprikamark gekauft haben. Dann haben wir einmal Milchbrötchen. Ich liebe die ja von Penny. Also probiert mal die Milchbrötchen von Penny aus. Und für Lina habe ich zweimal Quetschies mitgenommen. Die sind viel günstiger als die normalen Quetschies. Die kosten jetzt 1,99 und da sind dann ja, 4 Stück drin. Einmal Apfel-Erdbeer und einmal Apfel-Mango-Maracuja. Dann, wo wir bei Mama waren, haben wir das alles mitgenommen. Eigentlich habe ich das für die Kinder gekauft und Mama hat das wieder bei mir eingepackt, wie immer eigentlich. Einmal Big Ben, die mögen wir ja eigentlich immer, essen wir die. Dann Sonntag kommt es ja wahrscheinlich Preusch und Schiller zu uns, ist aber noch nicht sicher. Da haben wir einmal Kunterbunt und Haribo. Und im Kaufland ist noch bis Donnerstag Milka für 77 Cent im Angebot. Da haben wir das dreimal mitgenommen. Das war's auch. Mehr haben wir nicht mitgenommen. Willst du eins? Ja, Leute, ich muss ehrlich sagen, in der letzten Zeit habt ihr bestimmt gemerkt, dass ich nicht so Lust aufs Vloggen hatte. Also es sind sehr, 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 sehr unregelmäßig Videos gekommen. Dafür entschuldige ich mich erstmal. Mir war einfach nicht danach. Dieses Tauschpaket oder diesen Haul, ihr habt gemerkt, ich hatte einfach keine Lust, das abzudrehen. Aber das ist gar nicht böse gemeint oder hat nichts mit dem Video zu tun. Das Tauschpaket habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Es hat einfach damit zu tun, weil es ist einfach so warm, so schwül. Da hat man einfach
Lust auf nichts. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn ihr selber auch Videos dreht oder so. Oder allgemein, man hat einfach auf nichts Lust. Mir ist so warm gewesen und Lina räumt alles aus und ich muss wieder alles einräumen. Und es geht die ganze Zeit dieses Hin und Her, das nervt einfach so. Und ja, eigentlich war das der Hauptgrund. Ansonsten ist wirklich alles okay. Also das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Bock mehr auf YouTube habe oder so. Ja, ich kann dieses Video jetzt nennen. Keinen Bock mehr auf YouTube, Fragezeichen, Ausrufezeichen, damit das wirklich jeder guckt. Aber nein, ich bin nicht der Typ, der solche Thumbnails oder Titel benutzt, nur damit ich ein paar mehr Klicks habe. Ich weiß, dass die treuen Zuschauer so oder so zuschauen, egal ob es jetzt langweilig ist oder nicht. Es ist halt Mama-Leben, ne? Es kann nicht immer alles so erlebnisvoll ablaufen, sodass ich sage, komm, heute gehen wir wandern, heute Morgen gehen wir zum Toys R Us oder übermorgen gehen wir in den Flohmarkt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen tut es mir leid. In letzter Zeit hatte ich wirklich keine Lust zu vloggen. Im letzten Vlog habt ihr auch gesehen, ich habe einfach keine Lust zum Vloggen gehabt. Ich habe gedacht, komm, stell die Kamera hin und man merkt auch, es läuft mehr Musik als wie mein Gelaber. Deswegen, also nehmt es nicht zu persönlich. Es hat nichts mit euch zu tun oder dass ich keinen Bock mehr auf YouTube habe. Es ist einfach so, dass ich momentan einfach keine Lust dazu habe. Und ich hoffe, ich starte jetzt wieder durch. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt im Sommer gar keine Videos mehr kommen. Das ist halt so eine Phase gewesen, wo ich einfach keine Lust zum Vloggen hatte, weil mir einfach schwül und heiß und alles in einem war. Und wegen Bayram habe ich halt meiner Mama geholfen beim Putzen und so. Und da kann ich jetzt auch nicht die Kamera hinstellen, wo ich mit Jogginghose, keine Ahnung wie, aufgestylt bin. Natürlich nicht aufgestylt, ihr wisst, was ich meine. Und wo meine Mama auch einfach so drum stolziert. So will ich sie nicht präsentieren und sie will auch nicht, dass ich sie so im Internet preisgebe. Und ich weiß, die meisten unter euch sind Mütter oder haben Geschwister oder Mütter und verstehen das sehr gut. Deswegen bin ich auch froh, so eine Community zu haben. Das war das Wort zu heute. Ah, bin immer. Lina, bin immer. Bitte. Bitte mir. Anima. Meine. Kurde. Lina, du setzt dich überall drauf. Du hast es kaputt gemacht. Steh auf. Deine arme Kiste. Meine. Ja, zieh den um. Und tut? So, jetzt kannst du reden. Bin im Mode. Übrigens heißt Minimo, Benimo. Minimo. Das heißt, das ist meins. Minimo. Ja, das war gerade Benimo. Minimo. Man sieht dich nicht, Lina. Minimo. Mama, Mama. Mama. Okay. Bitte, du hast jetzt auf Pause gedrückt. Doch nicht? Nee. Ja. Oh, hast du einen Kuss gegeben? Ja. Lina, wir müssen die Kamera sauber machen. Guck mal, wie die Linse aussieht. Warte, lass mich mal die Linse sauber machen, okay? Siehst du dich jetzt besser? Langsam, bitte. Jetzt steigst du drauf. Ach, Lina. Maus. So, Leute. Lina muss sich erstmal runterkriegen. Sie soll jetzt mit mir hier aufräumen, weil Lina muss sich jetzt schon dran gewöhnen, aufzuräumen. Weil wenn ich das jedes Mal mache, sieht sie das für selbstverständlich. Ja, jetzt schon. Ich merke das. Manchmal, ich räume auf und sie geht und haut die Kiste nochmal um und dann muss ich nochmal aufräumen. Deswegen muss sie mir ab jetzt helfen. Und das ist auch
perfekt so, wie es ist, weil ich kenne sehr viele Mütter, die jedes Mal hinter dem Kind herräumen und das Kind immer wieder alles auseinander nimmt. Das ist nicht schön, auch für später, weil die Kinder fangen das ja so auf und das wird dann so beibehalten. Kenne ich von meinen Brüdern sehr gut, nee, von Hakan sehr gut. Ich bin K.O. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß nicht, wie lange dieser Vlog jetzt geht. Ich hoffe, nicht allzu kurz. Ich muss jetzt das Wohnzimmer aufräumen, weil das sieht katastrophal aus. Ja, ich wollte eigentlich Shisha rauchen, wird aber nächstes Video bearbeiten, wird auch nichts. Weil ich muss nur unser altes Laptop formatieren. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag. Ich glaube, das Wetter wird diese Woche nicht so gut, aber es ist ja schlimm. Regen muss auch mal sein. Hallo, wir leben in Deutschland. Da darf Regen auf keinen Fall fehlen. Also, ich mag es, wenn es ab und zu regnet im Sommer. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Nacht und hoffentlich bis morgen. Ciao. Ach so, morgen gibt es ja wahrscheinlich das Tauschpaket, also am Mittwoch, wenn alles gut läuft. Bei mir ist schon alles fertig bearbeitet. Ich warte nur noch auf das Video von Isabel. Also, bis dann.